So, wir haben hier Timolent LD70 in Blau. Und jetzt machen wir schnell einen Test. Der Akku ist komplett voll aufgeladen. Und schauen hier, wie sich der Turbo verhält. Hier noch schnell die Kontrolle über eine Ladestange. Mit dem Dreifachklick 4,19 Volt. Ist so komplett aufgeladen. Und jetzt gehen wir direkt in Turbo-Modus und dann anschließend den Timer aufstarten. Und jetzt sind wir hier im Turbo aktiv. Wir haben nachher jeweils hier rückseitig auf dem Display die Information über die aktuelle Lumenzahl. Sobald die Lampe eine gewisse Temperatur erreicht, kommt nachher jeweils ein Symbol, wo der die Wärme anzeigt, respektive der Regulierungsvorgang gegen runter. Tut signalisieren, sobald eine gewisse Hitze erreicht ist. Sehen wir nachher das auf dem Display. Das Warnsymbol. Im Moment sind wir hier bei 57 Sekunden. Momentan über eine Minute bereits. Die Lampe wird langsam warm. Wir haben immer noch die Turbo, sieht alles noch gut aus bisher. Scheint immer noch die volle Leistung zu sein. Sobald nachher eine gewisse Hitze erreicht ist, tut die Lampe automatisch sanft abregulieren mit der Helligkeit. Im Moment, so wie sie aussieht, ist alles unverändert. Immer noch Turbo-Modus. Scheint hier immer noch aktiv zu sein mit diesen 4000 Räumen. Mittlerweile haben wir doch einfach mehr Wärme, die wir wirklich können feststellen hier. Ist doch relativ warm. Wir sind bei 13 Minuten. Aktuell immer noch alles unverändert. Jetzt genau sehen wir unten bei der Lampe das Symbol, das jetzt so kurz aufgeleuchtet. Und jetzt genau haben wir es festgestellt, die Lampe hat abreguliert mit der Helligkeit. Der Stepdown ist jetzt so erfolgt. Ist jeweils fast nicht bemerkbar. Ziemlich warm mittlerweile, das Modell hier. Und jetzt sehen wir hier genau nochmal das Symbol, das nachher jeweils aufleuchtet. Wenn die Lampe zu heiß ist, für den Turbo weiterhin zu betreiben. Wir sind hier genau 3,8 Volt circa wird angezeigt. Dreifachklick nochmal zur Kontrolle. 3,79 Volt im Moment. Wir können die kleineren Modi noch brauchen, also respektive die tieferen Leuchtstufen, das ist immer noch aktivierbar. Aber eben nach so circa 10 Minuten kommt dann das Stepdown. Jetzt gehen wir noch mal kurz in Turbo, gibt noch mal einen Test. Die Lampe ist immer noch sehr, sehr heiß. Wir gehen jetzt direkt noch mal in Doppelklick, also auf die volle Leistung. Dann stellen wir den Timer abstellen. Und noch einmal Doppelklick in Turbo-Modus. Sie aktiv momentan. Es müsste relativ schnell jetzt ein Stepdown kommen. Genau, jetzt ist bemerkbar, die Lampe hat bereits ein bisschen abreguliert und das Wärmesymbol aufleuchtet.
Sobald eigentlich wirklich das Gehäuse erwärmt ist, haben wir nicht mehr allzu viel Zeit zur Verfügung. Im Turbo-Modus sind also noch so ca. 20 Sekunden gewesen. Jetzt aktuell kommt natürlich immer darauf an, auf die Aussentemperatur. Und wenn man die Lampe in der Hand dreht, ist zusätzlich noch etwas mehr Wärmeableitung möglich. Und jetzt hier Sitzensymbol, das aufleuchtet. Wir können bei Bedarf jetzt hier nochmal direkt in den Turbo umstellen, ohne dass wir die Lampen abstellen. Jetzt gehen wir nur direkt via Doppelklick in Turbo. Respektive nein, das geht eben doch nicht. Kommt nachher automatisch der Strobo-Modus. Das heisst, wir gehen jetzt nochmal vor einer gewöhnlichen Stufe durch die Turbo. Genau, jetzt ist der Turbo aktiv. Und ich das nochmal beobachten. Müsst in ein paar wenigen Sekunden bereits wieder abregulieren. Genau, jetzt im Moment bemerkt man es hier ganz langsam. Stepdown ist jetzt schon passiert. Nach diesen ca. 20 Sekunden. Mit 4000 Lumen. Und hier noch schnell eine Kontrolle vom aktuellen Ladestand. Wir haben noch 3,72 Volt. Was man ganz, ganz klar muss beachten, ist natürlich, der Akku ist nicht riesengroß hier. Da war wirklich der Fokus auf möglichst Kompaktheit bei diesem Modell. Darum ist wichtig, dass wir den Turbo sparsam einsetzen. Nur den wir nur brauchen, ausser man wirklich einfach einen ganz kurzen Einsatz. Da kann man natürlich nachher schon regelmässig den Turbo aktivieren. Aber generell ist ganz klar hier zu beachten, dass wir nicht eine enorm grosse Kapazität haben vom Akku aus. Die Lampe ist super gut für die kleineren Stufen. Sobald wir aber über einen längeren Zeitraum viel Licht brauchen, ist nachher automatisch sofort eine grössere Lampe mit einem grösseren Akku Vorteil. Oder wenn man natürlich alternativ noch je nachdem mehrere Stück bei sich hat von dieser LD70, dann geht das natürlich auch. Hier so der Test. Ihr findet weitere Infos auch im Online-Shop auf der Webseite unter www.imalent.ch. Jetzt freue ich mich auf eure Nachricht oder auch direkt auf eure Bestellung. Noch als kleine Anmerkung jetzt zu diesem Modell, zu der LD70. Die Lampe gibt es jeweils standardmäßig in schwarz. Falls jemand das Modell in blau will oder auch in goldfarbig oder grün, dann kann er sich jedoch gerne schnell direkt noch schriftlich melden oder telefonisch, wo nicht immer alle Farbausführungen an Lager sind. Standardmäßig wird das Modell immer in schwarz ausgeliefert. Besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.